Wir widmen uns die ganze Woche der Nachhaltigkeit. Ein wichtiges Thema, da unsere Ressourcen ja nur begrenzt verfügbar sind. Und wir fangen da bei einer Branche an, die auf den ersten Blick nicht nachhaltig erscheint. Die Baubranche. Beim modernen Häuserbau wird zwar darauf geachtet, dass man möglichst nachhaltig wohnt, also möglichst wenig Energie verbraucht, dass man aber schon mit recycelten Baumaterialien arbeitet, ist noch eine Seltenheit. Aber es ist möglich. Thorsten Simon berichtet. Die österreichische Baukonjunktur hält weiter an. Das führt dazu, dass bestimmte Ressourcen wie Kies, der Hauptbestandteil zur Betonherstellung, immer knapper werden. Aber es gibt eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, denn auch in der Baubranche ist eine Kreislaufwirtschaft möglich. Beton aus recycelter Baurestmasse hilft, unsere Umwelt zu schonen. Aus dem Bericht von 2018 werden ca. 7 Millionen Tonnen pro Jahr in Österreich an Baurestmasse anfallen. Das ist natürlich unterschiedliche Qualität. Noch ist es völlig normal, dass der Schutt der Abrisshäuser auf Deponien landet. Dass das nicht sein muss, demonstriert das Unternehmen Wopfinger Transportbeton. Schon an zwei Standorten wird eine Anlage betrieben, in der Baurestmasse recycelt wird, um hochwertigen Ökobeton herzustellen. Diese hohe Art von Recycling, wie wir sie machen, wird nur ein sehr kleiner Prozentsatz gemacht. Damit können wir aber höherwertige Baustoffe erzeugen. Das Verfahren ist aufwendig. Als erstes müssen die mineralischen Baurestmassen gereinigt werden. Händisch sortieren die Mitarbeiter Verunreinigungen wie Holz oder Kunststoffe aus. Dann wird das Material zerkleinert, gesiebt und gewaschen. Das gekörnte Gestein kann dann zu Ökobeton weiterverarbeitet werden. Wir in unseren Werken können ca. 100.000 Tonnen aufbereiten und setzen diese dann eben in Beton ein. Noch ist der niederösterreichische Baustoffproduzent Vorreiter in der Baurestmassenverwertung, obwohl ein wertvoller Rohstoff brach auf den Deponien liegt und immer mehr wird. Also wir sind eher die Massivbauer, deshalb haben wir ja einen hohen Anfall an Baurestmassen und das Ganze geht ja wieder in den Massivbau. Also insofern ist das schon gut, wenn wir da den Kreislauf schließen können. Der Ökobeton ist zertifiziert und qualitativ genauso hochwertig wie der herkömmliche. Die Kunden müssen auch nicht tiefer in die Tasche greifen. Und schon jetzt kann Wopfinger Transportbeton viel zum nachhaltigen Haus- und Wohnungsbau beitragen. Pro Einfamilieneinheit rechnet man ca. 100 Kubikmeter. Das wären somit eigentlich 30.000 Wohneinheiten. Und das ist erst der Anfang. In den Kieswerken wird auch in Zukunft auf die nachhaltige Kreislaufwirtschaft gesetzt. Wir werden jedenfalls expandieren. Wir haben zurzeit zwei Aufbereitungsanlagen, wo wir einen Teil unserer Betonwerke versorgen. Aber wenn wir noch Kieswerke errichten, dann jedenfalls in dem Standard, dass wir auch Baurestmassen in dieser Qualität aufbereiten können. Der Ökobeton trägt dazu bei, unsere Kiesvorkommen zu schonen und die teuren und platzintensiven Deponien abzubauen. Ja, Nachhaltigkeit ist also in jeder Branche möglich und auch machbar. Und weil es gerade so spannend ist, werden wir da gleich noch tiefer in die Materie eindringen. Bei mir heute zu Gast der Geschäftsführer von Wopfinger Transportbeton, Wolfgang Moser. Schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Schönen guten Tag. Danke, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne. Es ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich selbst habe mich mit Ökobeton auch noch nie auseinandergesetzt. War für mich, bin da gebannt am Fernseher gehangen, als ich den Beitrag gesehen habe. Wie kam es denn zu der Idee, Beton nachhaltig zu produzieren? Wie kam es zu Ökobeton? Da muss man ein wenig weiter ausholen. Es ist generell ein Trend und ein Zeichen unserer Zeit, dass wir seit Generationen mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde tatsächlich in der Lage ist zu reproduzieren. Und das ist logischerweise ein Trend, den man nicht ewig so fortführen kann, wenn man will, dass auch kommende Generationen einen ähnlichen Wohlstand haben, als man ihn auch selber hat. So sind zum Beispiel in Österreich jedes Jahr über 20 Millionen Tonnen Sand und Kies aus natürlichen Abbaustätten entnommen, um eben in Transportbeton eingesetzt zu werden. Das entspricht einer Fläche von ca. 200 Fußballfeldern jedes Jahr. Wahnsinn. Ja.
Das hat natürlich auch mit unserer schönen Landschaft zu tun. Das heißt, es ist nicht nur wegen der Ressourcen, sondern auch landschaftsschonend, ja, wenn man recycelt. Ne? Es ist auch nicht ganz unproblematisch, da möchte ich nochmal einhaken, weil natürlich nicht nur für den Rohstoffabbau Flächen benötigt werden, sondern wir auch durchaus in Konkurrenz zu anderen Bereichen stehen. Das ist zum Beispiel die Industrie, die Infrastruktur, der Wohnbau, Erholungsräume. Und deswegen wird auch der Zugang zu natürlichen Rohstoffgewinnungsstätten immer schwieriger. Mhm. Nachhaltigkeit in der Baubranche ist ein großes Thema. Allerdings sind Sie da federführend und vorantreibend in Österreich. Wie viele Betreiber gibt es denn da, die nachhaltigen Beton produzieren in Österreich? Derzeit nur eine Handvoll, also insgesamt sind es weniger als 5, wobei wir die einzigen sind, die sich in Ostösterreich und auch im Großraum Wien damit beschäftigen. Die anderen Hersteller sind im Zentrum Oberösterreich bzw. Salzburg zu Hause. Das heißt, wirklich federführend unterwegs, ist das gewinnbringend momentan oder lohnt sich das schon, Ökobeton zu machen? Wirtschaftlich derzeit noch nicht, weil einerseits sind die Mengen, die tatsächlich jetzt schon recycelt werden können und auch die dafür benötigten Anlageninvestitionen so groß, dass die Tätigkeit derzeit wirtschaftlich noch nicht tragfähig ist. Wir gehen aber davon aus, dass der Umgang mit dem Thema auch auf gesetzlicher Ebene verstärkt wird und mehr ins Bewusstsein kommt. In anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, ist das Thema Recycling schon viel weiter verbreitet und wird auch länger praktiziert und flächendeckend praktiziert. Es gibt zum Beispiel schon gesetzliche Vorschriften, dass Sekundär- oder Recyclingmaterial grundsätzlich zu verwenden ist, sofern dies technisch möglich ist. Und das schafft natürlich sofort einen Markt, der aber auch nicht durch Förderungen unterstützt werden muss, sondern dann schon wirtschaftlich tragfähig ist. Also derzeit ist es in Österreich einfach ein Mengenthema. Das heißt, Sie tragen Verantwortung für die Zukunft und tragen das auch ein bisschen mit Ihrem Börserl mit. Also da muss man sagen, Hut ab, das ist wirklich ganz großes Kino hier. Was sind denn dann die Herausforderungen von Ökobeton? Wo stehen Sie jeden Tag und grübeln in Ihren Köpfen, wie können wir das lösen? Naja, die Schwierigkeit derzeit ist tatsächlich auch im Rahmen der etablierten Industrien Bewusstsein und Sicherheit zu schaffen, dass die eingesetzten Produkte zumindest gleichwertig den bisher verwendeten natürlichen Produkten sind. Dazu ist es auch notwendig, dass normative Änderungen durchgeführt werden. Die europäische Basis dafür ist vorhanden. Es ist Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft auch auf europäischer Ebene ein großes und wichtiges Schlagwort. Das heißt, die Basis ist da und jetzt wird schrittweise auch an der österreichischen Umsetzung gearbeitet. Und so kommt Schritt für Schritt auch verstärkt die Akzeptanz. Aber keine Sorge, dort, wo wir derzeit Ökobeton einsetzen, ist es normativ gedeckt. Und das Produkt ist mindestens gleichwertig, teilweise hat es sogar bessere Verarbeitungseigenschaften als die bisherigen natürlichen Produkte. Das heißt, 100% Ökobeton wird momentan noch nicht eingesetzt. Wie viel Prozent sind dann momentan, werden da verarbeitet an recyceltem Material? Es gibt tatsächlich Produkte, wo schon 100% recyceltes Material im Beton eingesetzt werden. Das passiert zum Beispiel im Unterbau von Autobahnen, wo die alten Betondecken abgebrochen werden, im Unterbau wieder als Beton vermischt werden und darauf dann mit natürlichen Materialien, hochwertigen, höchstwertigen Deckschichten hier dauerhaft verschleißfeste Produkte erstellt werden. Im Einsatzbereich Hochbau, das ist der Bereich, in den wir versuchen, neue Maßstäbe zu setzen, ist Ökobeton mit einem Anteil von 75 bis ca. 15% in untergeordneten Betongüten jetzt schon eingesetzt. Wenn ich Haus bauen möchte und möchte sagen, ich unterstütze das, ich finde das ganz toll, ich möchte auch Verantwortung tragen, wie komme ich zu Ökobeton? Wie kann ich meinen eigenen Hausbau vorantreiben oder gibt es das momentan noch ganz gar einfach, nicht? Sie gehen einfach ins Internet, tippen und suchen im Google unter Ökobeton und Sie werden zu unserer Homepage kommen und dort finden Sie Ihren regionalen Ansprechpartner. Wir sind als Unternehmen in
Ostösterreich, von Amstetten über Wien bis in die Steiermark nach Fürstenfeld flächendeckend vertreten. Wenn Sie in der Gegend wohnen, sind wir mit Sicherheit in der Nähe. Perfekt. Und eine letzte Frage habe ich noch. Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Ein wenig schneller die Unterstützung der Politik, hier auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um flächendeckend ökologische Betone auf Basis von Sekundärrohstoffen einzusetzen. Damit könnten ca. 4 Millionen Tonnen natürliche Rohstoffe im Jahr geschont werden und das hätte einen wesentlichen Effekt auch für kommende Generationen. Mhm. Ein ganz, ganz tolles Produkt und auch Projekt. Ich bin immer noch erstaunt. Vielen Dank für den Besuch und toi, toi, toi für die Zukunft.